Amnesia, Mental Memorial. Hallo, willkommen zurück. Wir sind auf der Suche nach dem Superknochen für den Hund. Und ich habe mir hinterher... ist mir eingefallen, dass ich hier irgendwo schon mal einen verdammten Knochen gesehen habe. Und ich hoffe tatsächlich... die ganze Zeit, dass ich den nicht wieder so wild durch die Gegend geworfen habe, wie hier so ziemlich alle Sachen, die man hier bewegen kann, und er jetzt einfach weg ist. Das wäre durchaus fatal. Ich weiß nicht, wo ich mich befinde. Das ist aber keine Zahl. Locked. Ich probiere übrigens gerade etwas Neues aus mit der Facecam, beziehungsweise die Art, sie aufzunehmen. Falls ihr, liebe Leute, keine Cam gleich jetzt seht, an dieser Stelle hat es nicht geklappt und ihr müsst leider mal ohne auskommen. So, hier hatten wir das Bein. Vielleicht können wir das auch dem Hund geben. Schön mit Fliegen dran. Ich denke, das wird ihm wirklich schmecken. Da sind auch noch so ein paar Innereien, die könnte er als Nachtisch bekommen. Was glaubt ihr? Ist das eine gute Idee? Wir können ja das Bein einfach mal mitnehmen. Hm, wie konnte ich das noch... Ach, lassen wir es mal. Es wird eklig sonst. So. Okay. Also, wir sehen uns hier einfach nochmal in jedem Raum um. Irgendwo muss ja ein verdammter Knochen liegen. Und ich habe den auch irgendwo gesehen. Befinden wir uns überhaupt noch im zweiten Stock? Ich glaube, nein. Okay, wir suchen mal die Elevators. So, Ela hat es mir ja in die Kommis geschrieben. 4-9 und Knochen suchen. Vielen Dank dafür. Doch, wir sind im zweiten. Wir sind im zweiten Stock. Ich weiß sogar noch, wo ich lang muss. Hier so behindert rum. Das Bein kommt mit. Da müssen wir aufpassen. So, das legen wir mal eben hier vor die Tür. Und dann orientieren wir uns kurz. Können wir das zumachen eigentlich? Nein. Ich hoffe, wir laufen jetzt hier nicht wieder Stunden rum und suchen. Ich ahne es aber bereits. Ich glaube, hier habe ich irgendwo mal einen Knochen gesehen. Also das meine ich jetzt ernst. Hier so irgendwo. War hier kein Knochen? Diese Lampe. Es geht mir so auf den Sack, Mann. Ich sehe nichts ohne dich. Und ich habe gedacht, hier wäre einer gewesen irgendwo. In so einer Ecke. Wo ist denn hier ein behinderter Knochen, bitte? Oder muss ich wirklich hier woanders laufen? Und er ist nicht im zweiten Geschoss hier. Weil ganz ehrlich, hier ist ja einfach mal gar nichts. Hier können wir überhaupt... Hier können wir nicht weiter. Diese blöden Schränke sind einfach mal leer. Das Licht geht die ganze Zeit behindert aus. Hier ist kein Knochen, verdammt nochmal. So, und mehr ist hier ja auch einfach mal nicht. Ja. Schöner Mist. Komm. Ich bin immer noch ärgerlich verärgert. Hey. Wo ist denn dein Hund? Wo ist der Hund? Wieso ist der weg? Ich wurde jetzt hier einfach nur verarscht. Ich wurde verarscht. Wo ist der Köter? Hä? Du hässliche Fratze. Ich setze hier meine Gesundheit gerade aufs Spiel. Du Idiot!
So. Ah, ich sehe wieder nichts. Aber hier hatten wir die neuen gefunden, genau. Ich sehe gar nichts. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hallo? Komm, schnell an dem Typen vorbei. Diese Taschenlampen in Horrorspielen sind eine dämliche Kackerfindung. Wir haben auch übrigens kein Zeug mehr für unsere Psyche. Und die Scheiße hier geht immer noch nicht auf. Wir kommen hier nicht hoch. Leuchtet da noch was Blaues? Nee. Ja. Okay, also geht es doch auf eine endlose Suche. Nach dem Knochen. Und wir gehen wohl systematisch vor und fangen in der 1 an, ne? So, wir sind angekommen im ersten Stock und finden hier ganz sicher den Knochen und auch ganz sicher etwas für unsere Gesundheit. So. Tür auf. So, okay. Lasst uns schauen. Und wir achten auch unbedingt nochmal auf weitere Zahlen, die wir eventuell brauchen. Ich vermute einfach mal, dass noch 2 fehlen. Ist sie? Ach, hier hatten wir doch die Klamotten gefunden, wisst ihr noch? Locked. Oh, wir haben wieder einen Körper. Eine Schreibmaschine haben wir auch. Och, komm schon. Das hört sich einfach zu ekelhaft an, ey. Okay, komm. Hier müssen wir wieder raus. Die Tür machen wir wieder zu. Da war nichts. Ach, hier war auch Psycho-Zeugs drin, aber... Da hatten wir nur eine Vision, nichts weiter. Tür wieder zu. So, 2 Türen haben wir hier noch zur Auswahl. Hallo? Ach, mal wieder eine Toilette. Mit ekligen... Ach, hier war das... Die Pisse mit dem Klopapier. So. Merkwürdig, merkwürdig. Okay, komm. Leider. Locked. Gut, diese Seite haben wir gecheckt. Kein Knochen da. Ah, das ist doch scheiße. Der ist jetzt... Wieso ist denn... Ich laufe hier schon wieder seit Stunden rum. Wie eine Irre. Und ich bin echt am Verzweifeln. Und jetzt bin ich wieder hier. Jetzt ist der Typ weg. Der Typ ist weg. Und der Hund ist weg. Ich habe kein Licht mehr. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich finde den Keller nicht mehr. Ich habe gedacht, vielleicht könnte da irgendetwas sein. Aber leider geht diese Scheißtür auch nicht auf. Cannot use. Mach die Scheiße auf, Mann! Wo soll ich denn... Verflucht nochmal. Ich bin traurig. Das läuft hier mit den Spielen momentan überhaupt nicht.
Ja. Und hier hoch. Ja, kann ich nicht wohl. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Was soll ich denn machen hier? Diese Kackzeichen da. Sieht aus wie ein Alien. Vor allem, wo ist denn der Typ jetzt auf einmal hin? Alles ist wieder abgeschlossen. Ja, ohne Witz, Leute. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und bevor ich jetzt hier nur noch Folgen bringe, wo ich rumlaufe und suche und es passiert einfach nichts, es tut mir wirklich unendlich leid. Ja, aber ich krieg's halt nicht hin. Ich werde mir jetzt mal eine meiner alten Videos nochmal anschauen, wie ich in diese ins Basement gekommen bin. Habe ich nicht eigentlich noch eine Karte oder so? Ich kann ja nochmal in unser Journal kurz gucken einmal. Log, no logs available, letters, missions. I need to find a bone. The sensor of the electronic door seems to be broken. If I can find a screwdriver, I could fix... Das habe ich auch immer noch nicht verstanden. Den Screwdriver haben wir, aber... letters, basement, dear friend. After you left, much has happened. A patient named Susan had come into our hospital with a plague... also known in England as Black Death. The plague has made several patients go insane. They developed a desire for human blood. This was very grim news for the staff here at the Mental Memorial. We did not know what we could do. We contacted the government several times, but they don't know what to do either. Hey, jetzt wollte ich das aber zu Ende lesen hier. we had no choice but to give the patients painkillers until we had found out what to do. But they had built up a high resistance to the painkillers and they attacked us. Brian, you must help me put a stop of these deadly creatures. Okay, ich denke, das hat jeder von euch verstanden. Hier haben wir nochmal eine Karte, die uns auch nichts bringt, wenn ich nicht weiß, wo wir sind. Also hier sind die Elevators. Das weiß ich. Patient Exam Room. Storage. Wie kommen wir denn dahin? Ich weiß es nicht mehr. Operationssaal geradeaus vom... Guck mal, die Türen sind hier auch alle dicht. Das ist wieder alles verschlossen. Ich weiß nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Test on legs, das kennen wir alles. Ja, wie gesagt, also ich werde mich da... ich dachte auch eigentlich, dass das hier durch war. Aber man kann das nicht mehr öffnen. Guck mal. Da! Da kommen wir nicht mehr rein. Wir kommen nicht mehr zurück. Das muss ich jetzt leider wirklich irgendwie rausfinden. Leute, wenn ihr irgendwas wisst, ich könnte da wirklich echt eure Hilfe gebrauchen. Schreibt es mir in die Kommentare. Gebt mir Tipps. Ich gucke selber auch nochmal nach und versuche irgendwie was rauszufinden. Aber so hat es auf jeden Fall keinen Sinn. Und ich habe auch keinen Bock drauf, muss ich sagen. Wir stellen uns in den Fahrstuhl. Und an dieser Stelle werde ich jetzt den Part beenden. Sorry, dass es so eine behinderte Folge war, wo gar nichts passiert ist. Aber ja, ich hoffe, ich kriege es schnell hin. Und sobald ich weiß, wie es weitergeht, gibt es den nächsten Part. Danke euch, ihr Lieben. Tschüss.